kurz erzählen, was das für ein Motiv ist und wie du drauf gekommen bist? Das sind meine Eltern und meine Schwester. Mhm. Und drauf gekommen bin ich dadurch, weil innerhalb von einem halben Jahr zwei Familienmitglieder verstorben sind. Okay. Aber nicht jetzt hier. Aber nicht von denen, sondern Großmutter und Onkel. Und deswegen habe ich gedacht, muss meine Familie jetzt irgendwie noch auf meinen Körper. Weil von der Großmutter und vom Onkel hat man kein gutes Bild dann mehr. Und so habe ich sie immer dabei. Okay, aber die Verstorbenen hast du nicht auf erste Tour mit? Die haben ja nur, ich habe das nur als Grund genommen, meine engen Verwandten dann als Tattoo zu machen. Mhm. Dass ich sie nicht bloß als Bild dastehen habe. Okay. Wissen die schon davon? Die wissen schon davon, ja. Musst ja mit denen zum Fotografen gehen. Das hätten sie eigentlich nicht wissen. Nee, aber er war ja schon mal da. Genau. Ich kam mit Bildern, die waren okay. Aber meine Tattoos sollen am Ende ja nicht okay sein, sondern absolut perfekt. Genau. Und so haben wir uns entschieden, den Termin nochmal zu verschieben und dann doch lieber mit den Eltern das Ganze ist schon professionell aufzuziehen. Und hier ist alles perfekt, saubere Belichtung, super Farben. Und das ist das, was wir benötigen. Wie fanden die Eltern die Idee? Hm? Wie fanden deine Eltern die Idee? Erst waren sie erschrocken und dann fanden sie es gut. Aha. Ja. Eltern sind noch nie begeistert von. Warum lässt du dich tätowieren? Und dann kam der, müssen wir irgendwas richtig gemacht haben. Sehr gut, Bruder. Na dann. Ihr erstes Tattoo? Ja. Nervös? Etwas jetzt, ja. Bis er angefangen hat, denke ich mal. Dann geht es eigentlich weg bei mir. So.